Hallo und herzlich willkommen. Heute tauchen wir ein in ein wundervolles Projekt. Wir gestalten gemeinsam ein persönliches, intuitives Malbuch. Ein perfektes Werkzeug für jeden. Ja, aber bevor wir loslegen, geht's zum Material. Was brauchst du nun für dein Malbuch? Achte darauf bei deinem Aquarell oder Block, dass er nur an einer Seite geleimt ist. Von den Farben, ja, intuitiv. Wähle deine Lieblingsstifte, deine Lieblingsfarben aus. Wenn das Papier dicker ist, geht natürlich wunderbar auch Aquarell oder Aquarellfarben. Alles ist erlaubt und es muss jetzt auch nicht so ein großer Malblock sein. Hier siehst du meinen kleinen Malblock. Und sollten sich die Seiten lösen, dann kleb einfach ein bisschen Tesafilm drüber. Klappt. Also wenn es bei mir hält, dann hält es bei dir auch. Ja, und hier bin ich schon mittendrin im Prozess, im Malblock. Und bevor du loslegst, such dir gerne einen ruhigen Ort, wo du in Ruhe malen kannst. Leg dir ein bisschen Musik auf, deine Lieblingsmusik. Und beginne, leg los. Du kannst beginnen mit einfachen Kritzelübungen. Oder wie hier jetzt, siehst du, bin ich mitten in so einem kleinen, ja eher klein, in einem Mandala oder Mandala-Form mit Edding. Das heißt, ich benütze hier immer wieder goldenen und silberfarbenen Edding. Ja, und hier verbinde ich zwei Seiten, also zwei Bilder. Finde ich total spannend, wenn man verschiedene Bilder, das ist ja dann möglich, so ein bisschen miteinander verschmelzen lässt. Wie innen, so außen, ein bisschen, ja, reflektiert in aller Ruhe. Also nimm dir auch wirklich genügend Zeit, um deine Bilder in Ruhe zu betrachten. Und hier sehen wir wieder ein wichtiges Thema für Hochsensible: Grenzen ziehen, Grenzen setzen, um dich zu schützen, um dein Herzsaal zu schützen. Ganz wichtig. Aber da gibt es ja auch genügend Videos auf meinem Kanal. Ja, und warum so ein intuitives Malbuch? Ja, ein intuitives Malbuch dient ja nicht nur als kreative Flucht, sondern auch als tägliche Inspirationsquelle. Es hilft dir, deine Gedanken zu ordnen, Stress abzubauen und fördert gleichzeitig deine innere Ruhe. Ja, aber das Tollste daran ist, an so einem intuitiven Malbuch, dass du ja deinen eigenen Weg siehst, ja, den du so gegangen bist in den letzten Wochen, in den letzten Monaten oder teilweise im letzten Jahr. Ich finde es unglaublich spannend, wenn ich dann so eine Jahresinventur mache oder halbjährliche Inventur und dann erkenne ich, ah, dieses Bild, das erinnert mich an die und die Situation. Da durfte ich dieses und jenes lernen, ja. Da habe ich die und die tolle Erfahrung gemacht. Also ich schreibe, du siehst ja auch, ich schreibe natürlich auch gern mit dazu. Ja, hier siehst du ein paar Eindrücke von unserem letzten Workshop Gesundes Abgrenzen in Bad Sodensheim-Münster. Die Verlinkung findest du unten in der Beschreibung. Ja, und hier geht es noch ein bisschen weiter mit deinem persönlichen Malbuch. Es wird also eine Serie entstehen, weil da würde jetzt ein Video würde das ganze Thema sprengen.
Da kann man natürlich eine ganze mehr noch draus oder mehr erleben mit so einem Malbuch. Du kannst es mitnehmen nach draußen und draußen ein bisschen zeichnen. Also da gibt es ganz, ganz tolle Ideen und Möglichkeiten. Die möchte ich dir ganz gerne mitgeben. In den nächsten Videos zum Thema intuitives Malbuch für hochsensible Persönlichkeiten. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, danke, dass du heute mit dabei warst. Erinnere dich, Kreativität ist ein Schlüssel zur Entspannung. Und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Bleib kreativ und entspannt.